Ich habe keinen Bock mehr, Videos zu drehen. Es reicht doch einfach, wenn ich hier ein paar Blu-rays in die Kamera halte und es diese Schleichwerbung mir im Puff kaufe. Ja, mach das. Wer hat das gesagt? Na, ich, du Penner. Wirklich? Okay. Okay, wir machen es doch. Oh, immer diese Arbeit. Und Hausaufgaben. Ich hab darauf keinen Bock mehr. Dabei gibt es doch so viele Sachen und Arbeit, womit man sich ablenken kann. Oder? Internet. Ey du, lenkst du dich gerade mit diesem Video ab? Solltest du nicht eigentlich draußen sein? Oder irgendein Schaf scheren? Nicht? Aber nein, bevor man ja, so eine Aufgabe erledigt, muss man ja erstmal recherchieren. Wie schere ich ein Schaf? Dazu findet man super Videos auf YouTube oder YouPorn. Dann stöbert man Katzenvideo durch Katzenvideo, guckt bei 9gag nach Katzen. Freunde. Zum Glück hat man Freunde, die einem sowas sagen. Ey, yo, Gary, hast du nicht ein bisschen Bock zu chillen? Ja, ich weiß nicht. Ich schreibe ja morgen eine wichtige Arbeit über Küken. Schweine. Ach komm, nur ein bisschen chillen. Ja, okay. Machen, ja, ich bin dabei. Ja, aber nicht so lang. Okay. Ey, Junge, pack die Matze. Es gibt doch kein beschissenes Gefühl, als zu wissen, deine ganzen Freunde sind draußen, machen Party und bumsen und du bist zu Hause, langweilst dich. Aber du bist lernen oder bei der Arbeit oder den Eltern helfen. Aber irgendwann holt dich das Leben wieder ein. Sie haben eine 6 im Schafe scheren? Ja, aber doch nur, weil ich mit meinen Freunden immer draußen spielen wollte und bumsen. Raus! Putzen. Oh nein, mein Schreibtisch ist ganz dreckig. Muss ich hier erstmal aufräumen. Vorher geht das einfach nicht. Auf einem dreckigen Arbeitsplatz, da kann man nicht arbeiten. Weil sonst kann ich auch gar nicht auf Toilette gehen. Weil alles dreckig ist. Ja, dreckig. Denn in einer... Denn in einer aufgeräumten Atmosphäre atmet es sich doch gleich viel besser. Schlafen. Oh mein Gott, mein Boss sagt, ich muss in einer Stunde 200 Schafe scheren. Wie soll ich das bloß schaffen? Was da hilft, ist eine halbe Stunde Schlaf. Man denkt sich so, ach, diese halbe Stunde, wenn ich danach aufstehe, bin ich topfit. 5 Stunden später. Oh mein Gott, ich hab verschlafen. Essen. Oh mein Gott, ich hab so einen Hunger. Ohne Essen, da kann ich auch gar nicht produktiv arbeiten. Da muss ich jetzt einmal Kühlschrank... 30 Minuten später. Oh mein Gott, das Essen dauert mehr als 5 Minuten. Das ist mir viel zu lange. In der Zeit könnte ich noch so viel schaffen. Ach, ich glaube, ich habe gar keinen Hunger mehr. Sport. Wenn man nichts zu tun hat, ist es ja so. Sport oder zocken. Wofür soll man sich dann wohl entscheiden? Ach, zocken! Aber wenn man dann lernt oder arbeiten muss. Ich habe lange nicht mehr trainiert. Ich könnte auch einfach Lastwagen ziehen. Masturbieren. Oh, ja, ja. Lass mich. Ich habe auch meine Bedürfnisse. Jeder Mann hat das. Kommunizieren. Heutzutage ist natürlich immer jeder erreichbar. Natürlich sehr verlockend zum Chatten, zum Telefonieren. SMS schreiben. Du Penner, das ist WhatsApp. WhatsApp? Was ist das? SMS gibt's nicht mehr! Müsste ja eigentlich auch mal langsam meine Hausarbeit weiterschreiben, aber ich habe lange schon nicht mehr mit meiner Oma telefoniert. Hey, Omi! Na, alles fett im Schritt! Ich hab gehört, bei dir steht eine Party! Ich müsste ja eigentlich mein Projekt vorstellen, aber... Oh, diese Wand, dieses Foto, es ist so wunderschön! Oh mein Gott. Hallo Freunde des guten Geschmacks. Ich danke euch fürs Einschalten. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben lassen würdet, Kanal abonnieren würdet. Des Weiteren habe ich hier zwei Videovorschläge für euch, die euch eventuell interessieren könnten. Und ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Einschalten.